Also, moin moin. Generell geht es mal einfach immer darum, wir haben hier einen wunderschönen Parcours, bei dem es halt einfach darum geht, was kann der Hund, was macht der Hund und wo spielt der Hund gern noch mit und was macht er nicht. Es geht immer darum, dass ich einen Hund mit einem Leckerli immer wunderbar locken kann. Das heißt, ich kann ihm zeigen, wo er anlaufen muss. Wir zeigen euch heute einfach mal, wie es funktioniert, damit wir einen Hund tatsächlich nur mit Motivation dazu bringen, dass ich mit dem Hund da drüber laufen kann. Wir versuchen mal, wie weit wir kommen. Okay, Yves, komm. Komm. Natürlich braucht der Hund blindes Vertrauen zu uns, damit er das auch tatsächlich tut. Alles andere ist reiner Zwang und nur zu ziehen auf den Leckerli. Pack jetzt mal das Leckerli weg, damit er nicht auf den Trichter oder auf den Gedanke kommt, es gibt ein Leckerli. Und zwischendrin darf man immer seinen Hund gerne loben mit einem Leckerli. Aber es kann nicht sein, dass ich meinen Hund den ganzen Tag irgendwo durchzerre und er generell immer nur vom Leckerli lebt und durch ein Leckerli genau das macht, was ich will. Er muss es auch selbstständig machen. Komm. Ja, super. Fein. Jetzt kommt eine spannende Aufgabe, und zwar das Bällebad. Beim Bällebad geht der Hund rein und hat natürlich keinen Kontakt zum Boden. Zuerst kommen die Bälle. Das wird recht interessant. Komm. Blindes Vertrauen und Motivation muss einfach ausreichen, dass ich tatsächlich meinen Hund genau dahin bringe, wo ich ihn will. Logisch, hier kommt die Vermeidung, weil er gar nicht weiß, was ich von ihm will. Also versuche ich ihn mit meiner Leine zu führen und zu zeigen. Komm her. Fein. Weiter? Weiter? Nein. Tief, komm. Komm. Ja, super. Und gebt eurem Hund ruhig zwischendurch mal ein Leckerli. Aber generell einen Hund immer mit einem Leckerli genau dahin zu bringen, wo ich ihn haben will, ist eigentlich falsch. Komm. Blindes Vertrauen ist das A und O zum Hund und zu mir. Nur dadurch kann ich natürlich meinen Hund dazu motivieren, das zu tun, was ich gern hätte. Ob ich ihn in einen Fahrradanhänger bringen will oder ob ich ihn einfach durch so einen Parcours bringen will. Blindes Vertrauen ist das Nonplusultra. Für Fragen meldet euch. Ciao. Ihr könnt ja immer sehen, dass ich einen Hund mit einem Leckerli wunderbar lecken, locken. Blablabla. Lecken kann. Generell, naja, ist im Alter so. Generell.